Und jetzt aus der Universität des Saarlandes, Orga TV, der Sender im Internetformat. Es ist Mittwoch, der 9.11.2005, 18.18 Uhr. Herzlich willkommen bei Orga TV. Vorab möchte ich erstmal eine Sache loswerden. Möchte ich mich entschuldigen an euch da draußen, an die Zuschauer vor den Computern, für das, was letzte Woche da passiert ist. Wer eingeschaltet hat, hat es gesehen. Wir sind leider nicht auf Sendung gegangen. Jo, hätte eigentlich nicht passieren müssen, aber gut. Es ist passiert. Wir müssen jetzt schauen, wie es weitergeht. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei möchte ich mich entschuldigen bei Professor Dr. Christian Scholz, der sich letzte Woche extra die Zeit genommen hat und hierher gekommen ist und dann doch nichts war. Eigentlich schäme ich mich regelrecht dafür, dass wir es dann doch gepackt haben, als erstes Praktikumsteam es zu schaffen, mittwochs nicht auf Sendung zu gehen. Ich denke, ich spreche da im Namen unseres ganzen Teams, dass uns das leid tut. Und ja, es wird nie wieder vorkommen. Es wird nie wieder vorkommen. Gut, das wäre das. Ein großes Dankeschön aber auch an Professor Dr. Christian Scholz, der heute Abend sich wieder die Zeit genommen hat, hierher zu kommen. Und daher möchte ich auch gar nicht viel Zeit verschwenden. Beginnen wir mit den News und befassen wir uns dann mit unserem Live-Studio-Gast. Tipps für Cyberdissidenten. In vielen nichtdemokratischen Staaten sind Weblogs eine Alternative zur Berichterstattung der staatlich kontrollierten Medien. Dort allerdings leben Blogger, die in ihren Beiträgen von der herrschenden politischen Meinung abweichen, in großer Gefahr. Rund 2 Dutzend iranische Cyberdissidenten wurden in Teheran von der Regierung verhaftet. In ihrem neuen Handbuch für Blogger und Internetdissidenten beschreibt die Organisation Reporter ohne Grenzen, wie ihr Nutzer anonym bleiben und die Zensur umgehen können. Gemeinsamer Angriff auf Marktführer AOL. Der weltgrößte Softwarekonzern Microsoft und der Internetdienstleister Yahoo wollen ihre Messaging-Dienste miteinander verknüpfen. Microsoft und Yahoo wollen nun sowohl das Versenden von Textnachrichten als auch Gespräche zwischen ihren Messenger-Nutzern ermöglichen. Die Kommunikation über die Dienstgrenzen hinweg werde voraussichtlich im zweiten Quartal 2006 realisiert sein. Die Zusammenarbeit gilt als Angriff auf den Marktführer AOL. Google öffnet Internetbibliothek. Der US-Internetkonzern Google hat in der vergangenen Woche seine Online-Bibliothek geöffnet. Das Projekt Google Print erfolgt in Zusammenarbeit mit den 3 großen amerikanischen Universitäten Harvard, Stanford und Michigan. Sie stellen tausende überwiegend amerikanische Bücher aus dem 19. Jahrhundert zur Verfügung, die von Google elektronisch eingelesen werden und dann auf der Seite print.google.com in vollem Umfang eingesehen werden können. Die zunehmende Macht der Internetblogger. Weblogs sind Internet-Tagebücher. Neben dem Unterhaltungswert können sie sowohl Chancen als auch Gefahren bergen. Blogs können Karrieren zerstören, da sie vor allem in den USA als politische Instrumente eingesetzt werden. Ihre Stärke bewiesen Blogs aber im Irakkrieg 2003 und bei der Tsunami-Katastrophe 2004, als sogar die großen Tageszeitungen in Deutschland auf Blogs ausgewichen sind und aus ihnen zitiert haben. O2 holt weiter auf. Der viertgrößte deutsche Mobilfunktreiber O2 holt offensichtlich weiter gegenüber dem drittplatzierten E-Plus auf. Seit Beginn des Geschäftsjahres von O2 im April 2005 habe man mehr als 1 Million neue Kunden zählen können. Neue Zahlen von E-Plus über den Kundenstamm liegen derzeit nicht vor. Die deutsche KPN-Tochter hatte aber in den vergangenen Wochen mit neuen Angeboten wie der Mobilfunk Flatrate Base und dem Billiganbieter Simyo neue Vertriebswege beschritten. DMB-Übertragung von Bewegtbildern auf mobile Endgeräte. Das Zauberwort heißt Digital Multimedia Broadcasting. Eine digitale Signalverarbeitungsmethode, mit der Ton, Text, Musik und auch Stand- und Bewegtbilder übertragen werden können. Mit der jetzt schon vorhandenen Infrastruktur kann DMB problemlos bis zur Weltmeisterschaft 2006 umgesetzt werden, wenn die rechtlichen Rahmenbedingungen stimmen. Die Voraussetzungen sind gut. Die Bayerische Landeszentrale für neue Medien prüft Möglichkeiten eines Pilotprojektes noch 2005. Fotoblog aus Amerika.
Heute landen digital geknipste Fotoaufnahmen innerhalb von Sekunden im Internet, wo sie jeder anschauen und bewerten kann. Ein neuer Trick bringt jetzt Ordnung in den digitalen Bilderberg. Flickr nennt sich ein Fotoblog aus USA. Hier kann jeder jedes Foto mit einem Tag versehen, mit einer kurzen Auszeichnung, einem Stichwort. Nach diesen Auszeichnungen kann nun jeder gezielt suchen und Bilder gruppieren. Die Vermessung der Welt. Unser Buchtipp der Woche ist der neue Roman von Daniel Kehlmann. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts machen sich zwei junge Deutsche an die Vermessung der Welt. Alexander von Humboldt und Karl Friedrich Gauss-Alt. Berühmt und ein wenig sonderbar geworden, treffen sich die beiden 1828 in Berlin zur Zeit der politischen Wirren Deutschlands nach dem Sturz Napoleons. Ein philosophischer Abenteuerroman. Das waren die News, alles was ihr wissen müsst. Wir sehen uns. Ja, recht herzlichen Dank an Ariane für die News. Wie gerade eben angekündigt, befassen wir uns heute mit Professor Dr. Scholz. Dazu erstmal recht herzlich willkommen, Herr Scholz. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich auch, dass Sie wiedergekommen sind, ganz ehrlich. Oh, 50 Minuten noch ein drittes Mal. Okay, dann wissen wir Bescheid. Befassen wir uns im ersten Teil mit tatsächlich Professor Dr. Christian Scholz, Lehrstuhlinhaber für Organisation, Personal und Informationsmanagement. Vielleicht für all die Studenten, die sich noch nicht entschieden haben, BWL-Studenten, was sie dieses Semester machen wollen. Ein kleines Intro. Um was geht's bei Organisationen, bei dem Fach Organisation? Geht's generell darum, wie Unternehmen lernen, noch besser zu werden. Mit welchen Mitteln? Mit Mitteln, mit Analyse, mit Nachdenken, mit Kreativität, mit Innovation. Und das wird dann auch in den Lehrveranstaltungen das so weitergegeben? Das wird in den Lehrveranstaltungen so weitergegeben. Methoden und... Das wird so gelernt und gelehrt und das macht Spaß. Okay, Personalmanagement? Wie gehe ich mit Mitarbeitern vernünftig um? Wie geht man mit Mitarbeitern vernünftig um? Tolerant. Gut, da bin ich beruhigt. Informationsmanagement? Informationsmanagement, wie schaffe ich es bei der zunehmenden Flut an Informationen, trotzdem die wichtigsten Sachen rauszufiltern? Wie? Indem ich mir vorher genau überlege, was meine strategisch relevanten Informationen sind. Und dann die Daten dementsprechend aufbereite. Entsprechend dann auch auf Unternehmen bezogen. Richtig. Mhm. Okay. Welche Frage ich mir jetzt persönlich gestellt habe, ist Organisation, Personalmanagement, Informationsmanagement, aber worunter fällt jetzt letztendlich MKM, Medienkommunikationsmanagement? Also historisch gesehen ist das offiziell eine Weiterentwicklung von Informationsmanagement. Das ist der offizielle Anspruch, warum wir sowas machen können. Das heißt, früher gab es schon Lehrveranstaltungen, die unter der Überschrift Informationsmanagement liefen, die im Prinzip das gemacht haben, was wir jetzt im Medienmanagement machen. Und nachdem das immer lustiger wurde, immer umfangreicher wurde, haben wir halt beschlossen, daraus ein eigenes Vertiefungsfach zu machen. Okay, aber reicht es nicht, um dann auch einen eigenen Lehrstuhl bzw. also ein eigenes Fach draus zu machen, dass das dann irgendwann mal auf den Plakaten steht, Organisation, Personal, Informations- und Medienkommunikationsmanagement. Ja, da gibt es einen ganz einfachen Grund. Das Briefpapier ist jetzt schon zu voll. Und aus dem okay, Grund... Also rein praktischen Grund. Rein praktische Gründe. Gut, ja, das sind die drei Fächer, die Herr Scholz an der Universität des Saarlandes hier so an uns weitergibt. Ansonsten, neben dieser Tätigkeit direkt als Professor, wo Sie promovieren, schreiben Sie Bücher? Ja, manchmal. Mhm. Manchmal. Meistens. Mhm. Spieler ohne Stammplatzgarantie, Davy Portonismus in der neuen Arbeitswelt oder webbasierte Personalwertschöpfung. Perfekt. Perfekt. Gut. Ja, aber das waren ja nur zwei Beispiele. Also das war ja. Wir könnten abendfüllend über die Bücher reden. Ja. Ja, okay. Aber ich habe gesehen. Aber es liegen gar keine da. Also ich wollte das eigentlich sonst in die Kamera halten, aber Werbung, das fehlt leider hier. Wir machen keine Werbung, Herr Scholz. Das ist gut so, ja. Das ist auch, die Senderichtlinien verbieten das auch, ich weiß. Korrekt, deswegen. Aber ein neues Buch von Ihnen steht vor der Tür, wie ich gesehen habe. Ja, es steht ein Handbuch zum Medienmanagement vor der Tür. Mhm. Das behandelt eine Reihe von Autoren, diskutieren, wie die Medienlandschaft sich verändert, diskutieren, welche Trends man sehen kann und diskutieren insbesondere, wie man versuchen kann, gerade Medienmanagement nicht nur kreativ, künstlerisch, innovativ zu machen, sondern wirklich auch betriebswirtschaftlich seriös. Was heißt mehrere Autoren? Regional, internationale Autoren? International. Also alles, was Rang und Namen hat, schreibt er mit. Es sind jede Menge Beiträge drin, sodass wir auch ein paar englische Beiträge drin haben, eine Reihe Beiträge in Deutsch.
Und da werden die verschiedenen Aspekte des Medienmanagements diskutiert. Da wird halt diskutiert, wie plane ich das Ganze, wie gehe ich mit Mitarbeitern um, aber auch, wie finde ich Strategien, um ein Unternehmen richtig zu positionieren. Weil das, was wir ja meistens sehen, ist, dass gerade Medienunternehmen sehr innovativ sind, sehr kreativ, sehr spontan, aber nicht unbedingt so richtig betriebswirtschaftlich, analytisch, formal. Und so gesehen versuchen wir da einige neue Impulse zu setzen. Und das wird ungefähr auf 1000 Seiten stattfinden. 1000? Auf 1000 Seiten wird das stattfinden. Okay. Das wird also der absolute Killer. 3,4 Kilo schätze ich, das wird was werden. Gut, Sie haben gesagt, es wird auch behandelt, wie sich die Medienlandschaft weiterentwickelt oder geändert hat. Was ist passiert in den letzten Jahren? Ihr Eindruck? Gut, in den letzten Jahren haben wir gesehen, dass die Märkte liberaler geworden sind. Mhm. Also wir zunehmend auch mehrere Anbieter bekommen haben. Was wir aber auch gesehen haben, ist, dass gerade in den letzten Jahren zunehmend auch Unternehmen registrieren, dass sie Geld verdienen müssen. Schon. Ja, das ist eigentlich eine Kleinigkeit, aber da hat man am Anfang weniger dran gedacht. Dementsprechend viele Pleiten hatten wir. Und jetzt sind wir halt in einer Situation, wo Unternehmen in manchen Fällen zu viel daran denken, Geld zu verdienen und vieles andere auf der Strecke bleibt. Und das wird sich in irgendeiner Form wieder einpendeln. Und bei der Idee, wie ich eine vernünftige qualitative Struktur finde, gleichzeitig aber trotzdem etwas Geld verdiene, da soll ein seriöses Medienmanagement helfen. Was würden Sie Premiere vorschlagen, Kirch, wie es weitergehen soll? Die stecken ja auch momentan. Also wir hatten Kirch einmal hier in der Anfangsphase, also nicht Herrn Kirch selber, sondern einer seiner ranghohen Mitarbeiter. Da haben unsere Studenten auch sehr ernsthaft mit ihm diskutiert, was wir eigentlich machen sollten. Haben ihm auch ernsthaft versucht zu erklären, dass man gewisse Erlösmodelle eher forcieren muss und andere nicht forcieren muss. Und da bekamen wir im vereinfachten Text gesprochen als Antwort, das Ganze macht man eher intuitiv. Und dann haben natürlich unsere Studenten schon gesagt, gucken wir mal. Und dann haben wir eben an Zahlen versucht zu überlegen, dass das alte Kirchenimperium den Bach runtergehen wird. Worauf uns dann erklärt wurde, ja, also das ist halt der Irrtum. Man glaubt, Medienmanagement mit Zahlen machen zu können. Medienmanagement macht man intuitiv, siehe Kirch. Und dementsprechend haben wir gesehen, was aus Kirch rausgekommen ist. Durchaus. Und im Umkehrschluss wissen wir, dass man jetzt durchaus etwas mit Zahlen argumentieren muss. Und Premiere ist zwar jetzt in etwas Problemen, aber bei weitem nicht in den Problemen, die sie damals drin waren. Und so gesehen sind die auf einem Kurs, nicht auf dem exponentiellen Erfolgskurs, aber haben ein vernünftiges Programm, haben eine vernünftige Idee und sind auch in einem Feld, wo man durchaus sagen kann, hat was mit BWL zu tun. Okay, ich komme auf die Fragen nochmal zurück. Okay. Was würden Sie von Ihnen aus Premiere vorschlagen? Also, nicht, was die Studenten gesagt haben? Oder? Also Premiere heute vorschlagen? Ja. Also im gegenwärtigen Umfeld würde ich sagen, dass Premiere erst einmal transparente Preismodelle für die Kunden kreieren muss. Okay. Da würde ich erstmal anfangen, weil also Kunden, die also in jedem Prospekt etwas anderes sehen, mal 1 Euro, mal 49 Euro, mal 13 Euro für unterschiedlichste Programme in unterschiedlichen Situationen, die verstehen nicht, was damit passiert. Punkt 1. Das zweite, ich würde eine Situation schaffen, wo ich nicht mehr die enge Bindung von Premiere nur an bestimmte Receiver-Typen mache. Also viele Leute können Premiere gar nicht empfangen, weil sie nicht den entsprechenden Receiver haben. Und drittens würde ich versuchen, das Programm so zu vereinfachen, dass die Produktionskosten etwas niedriger liegen. Man braucht nicht so viele unterschiedliche Sachen. Und die Anzahl der Leute, die tatsächlich bei einem Formel-1-Rennen dauernd hin und her schaltet, um einmal das Auto von links zu sehen und dann von rechts zu sehen etc., was ja ein horrender Aufwand impliziert, horrende Kosten, steht in keiner Relation zum Ertrag. Vorab. Reicht das? Oder? Das reicht. Also wir könnten da noch weitermachen, aber. Perfekt. Also ein Lob aus Ihrem Munde, das ist wirklich. Finde ich gut. Ja, fühle ich mich geschmeichelt. Wunderbar. Vorab, ich hatte eigentlich Herrn Scholz im Vorfeld vorgeschlagen, dass ich ihm so die Fragen zuspiele, dass er weiß, was ihn heute Abend hier erwartet, aber er wollte das nicht. Also ganz spontan alles und man muss sagen, der Mann hat Ahnung, definitiv. Das kann man nicht bestreiten. Okay. Sie sind hier Professor, Sie schreiben Bücher, Sie machen aber auch noch, betreiben Forschung, machen Forschungsreisen. Wann? Wie packen Sie das neben diese ganzen weiteren Tätigkeiten, die wir jetzt auch schon genannt haben?
Gut, es ist ja schön, dass Sie die Frage nicht umgekehrt stellen, nach dem Motto, wie kriegen Sie noch die Lehre irgendwie zwischen den Forschungsreisen? Ah, ich denke, das ist ja, also ich denke, da sind die Prioritäten ja gesetzt. So Die sind eigentlich gesetzt, ja. Okay. Das bleibt auch so. Okay. Nö, das geht sich recht gut aus. Also es gibt ja eine sogenannte vorlesungsfreie Zeit, wo man was machen kann. Und das sind ja durchaus ein paar Wochen im Jahr und das reicht im Regelfall. Und was steht als nächstes an? Schon was in Planung? Also das nächste große Projekt, was ansteht, ist im nächsten Frühjahr nach China, nach Peking, wo zwei der Konferenzen sind, die wir besuchen werden. Und wo waren Sie schon? Welche Forschungsreisen haben Sie gemacht? Vielleicht die längste oder die interessanteste? Also die interessanteste war eine Forschungsreise, die also über mehrere Stationen ging, die uns Mexiko, Brasilien, Südafrika, China und einige andere Länder gebracht hat. Das war ein ganz interessantes Projekt. Da sollten Teams analysiert werden. Ja. Und diese Teams waren globale Teams. Ja. Und globale Teams müssen ex Definitione global verteilt sein. Und dementsprechend mussten wir global durch die Welt reisen. Also das Thema war Identitätsbildung in globalen virtuellen Organisationen. Ist das korrekt? Das ist faszinierend korrekt. Das ist korrekt. Und ich wollte das jetzt nicht so kompliziert ausdrücken, aber ich ahne, wie das jetzt umgesetzt wird. Ja. Ja. Ich mache das mal ganz kurz weg, wenn Sie vielleicht auch Ihr Glas... Ja. Und zwar vielleicht auch an die Studenten, die Herrn Scholz noch nicht so gut kennen. Herr Scholz hat eine, meiner Meinung nach, doch sehr vorteilhafte und interessante Art und Weise, gewisse Dinge darzustellen und den Studenten nahezubringen. Und ich möchte das, ach du Gott, an dieser Forschungsreise mal vielleicht auch hier mir von Herrn Scholz für euch erklären lassen... Identitätsbildung in globalen virtuellen Organisationen. Dazu haben wir hier eine, genau, das war, ich habe es ja auch, Tschechien, Südafrika, Brasilien, Mexiko, China. Ich habe es richtig dargestellt, ja. Ja, wunderbar, sehr gut. Aber ich wollte jetzt nur Zeit gewinnen, wie das jetzt weitergeht. Ja? Ah, okay. Und habe hier mal jetzt noch so hier ein paar Figürchen für Sie aus unserer Wunderkiste. Und vielleicht jetzt, wie Sie es in der Vorlesung auch, wenn Sie noch irgendwas anderes brauchen, aber ich dachte mir vielleicht, das wird reichen. Ja, ich brauche welche mit anderen Hüten. Wir können die Hüte abmachen, wenn Sie wollen. Nee, dann lassen wir es lieber. Nee. Außerdem kann man die nicht abmachen, das wissen Sie genauso. Doch, die kann man abmachen. Kann man abmachen? Ja, hier, so, der hat schon mal keinen. Nee, jetzt lassen wir die mal lieber dran, sonst wird das kompliziert. Okay. Alles klar, so. Einmal okay. Vielleicht, noch einmal, es geht um Identitätsbildung in globalen, virtuellen Organisationen. Okay, so, und das muss jetzt so rum sein, dass ich also da jetzt nichts mehr erkennen kann. Gut, wo ja, ist denn jetzt Südafrika? Hier ist Südafrika. Jetzt machen wir einen, nee, das ist... Ja, okay, müssen wir erstmal gucken. Suchen wir erstmal die ganzen Länder. China, wo ist das hier drüben? Ich muss mich hier schräg sehen. Ja, danke für die Geografie. Brasilien haben wir, Mexiko haben wir hier irgendwo. Genau. Tschechoslowakei, ja, das lassen wir mal aus. Da. Aus naheliegenden Gründen. Na gut, okay. Na gut, haben wir es so. Was waren Brasilien, Mexiko, China, ja. Fehlt da irgendwas? Ja, wir können auch Deutschland hinsetzen, das sitzt aber... Sorry. Das wollten wir jetzt nicht dazu sagen, das wird verborgen. Ach du Gott, ein großer deutscher Automobilkonzern. Genau, mit zwei Buchstaben. Haben Sie irgendwie so ein Kistchen, wo ich das draufsetzen kann? Da war so eine kleine Filmkiste drin. Das ist aber schon fast zu groß. Ja, doch nicht gut durchorganisiert. Mensch, aber vielleicht holen wir den da. Da steht zwar Dinoland drauf, aber... Ja, das ist schon gut. Ja, okay. Sie haben das wirklich mitgeschaut. Gut, okay. Ja gut, die Fragestellung ist relativ einfach. In jedem von diesen Ländern... Deswegen wollte ich eigentlich diese verschiedenen Mützchen haben. Oh, so. Ja, zugegebenermaßen. Jetzt hätte ich noch ein weißes Mützchen gebraucht, aber ist auch egal. Machen wir das mal so rum. So. Also, machen wir das mal so und setzen die so rein. Und da stellen wir uns mal dafür, dass ein weißes Mützchen. Okay. Also, ja, weißes Mützchen. So, die Fragestellung ist jetzt im Prinzip folgende. Wir haben hier Südafrika. Da haben wir ein Team sitzen. Leute, die in Südafrika arbeiten, als Südafrikaner. Für diesen großen deutschen Autos. Alles, die arbeiten natürlich alle nur für den Konzern. Genau. Also da arbeitet nie eine eigene Tasche und so weiter. Natürlich. Also, sowas gibt es bei dem einigen Konzern. Undenkbar. Undenkbar, auch nicht in Tschechien. Also, nice. Da lege ich Wert drauf. So, und jetzt ist eine ganz triviale Fragestellung. Bedeutet, hier gibt es die Chinesen, hier gibt es die Südafrikaner, die Brasilianer, die Mexikaner. Mhm. So, und das Team besteht jetzt darin, dass all die mit dem gelben Hütchen sind Leute, da wäre auch einer mit dem gelben Hütchen, ist egal, den stellen wir uns vor, deswegen virtuelle Teams. Richtig, den stellen wir uns vor und hier. Und das sind alle die Leute, die beispielsweise Türen von Autos bauen. Aha. Das heißt, die gehören einem Team an. Und alle die mit den weißen Hütchen sind beispielsweise Elektrotechniker, die machen Computer für Autos. Aha. Okay? Das heißt, die mit dem gelben Hütchen müssen miteinander arbeiten, weil die alle gemeinschaftlich an Türen bauen. Aha.
Ja. Soweit? Ja. Okay, ich mache das nur Verständnisfragen. Ne? Ja. Und die anderen müssen auch zusammenarbeiten. Und die Schwierigkeit entsteht jetzt, wenn man die beiden Menschen jetzt mal anguckt, dass die vor dem Zielkonflikt stehen, ob die gemeinschaftlich versuchen, Südafrika nach vorne zu bringen. Mhm. Das heißt, ob der jetzt mit dem gemeinschaftlich, es klappt nicht immer, versucht, Südafrika zu optimieren, oder ob er daran denkt, dass es da noch andere gibt, mit denen er jetzt beispielsweise die Elektrotechnik optimieren muss. Mhm. Das heißt, er ist hin und her gerissen zwischen verschiedenen Identitäten. Das heißt, er muss einerseits mit dem arbeiten, er muss auch mit dem arbeiten, ist ein Konflikt. Und dann hat er noch die Schwierigkeit, dass die Leute, mit denen er arbeiten muss, weltweit verteilt sind und er findet sie teilweise gar nicht. Und so gesehen gibt es gewisse Teams, wo die toll miteinander arbeiten, gewisse Teams, wo sie nicht miteinander arbeiten, aber vielleicht gar nicht miteinander arbeiten müssen. Und da gibt es jetzt unterschiedlichste Fälle und die kann man eigentlich nur erforschen, indem man eben diese schöne Landkarte reist. Und Ergebnis der Forschung? Ergebnis der Forschung, dass man sich vorher sehr genau überlegen muss, welche Art von virtuellen Team man haben will. Und dann mit ganz anderen Strategien rangehen muss. Also Strategien für die mit den gelben Hütchen und für die weißen, aber unterschiedlich. Okay, ich denke, ist klar geworden. Und so sieht das Ganze sehr häufig zumindest in der Vorlesung von Professor Dr. Scholz auch aus. Unabhängig jetzt davon, ob es Figuren aus den... das ist ja ein Produkt, das darf ich auch nicht nennen. Figuren aus irgendwelchen gelben Plastik-Kunststoffformen sind oder ob es ein Apfel... Auch ein beliebtes. Sowas hatten wir auch schon mal. Ja, ja. Genau. Also wer es mal sehen will und wen es jetzt ein bisschen Geschmack dran bekommen hat, ja, auf jeden Fall in die Vorlesung gehen. Das räume ich mal ganz schnell wieder weg. Wunderbar. Ja, aber es ist... Also ich denke mal, das machen nicht viele. Okay. Okay. Gut, also promovieren, Bücher schreiben, Forschungsreisen machen und dergleichen. Ich denke mir für meinen Teil, da bleibt ja eigentlich nicht wirklich viel Zeit für Privatleben. Und das wäre so jetzt mitunter der Übergang zum zweiten Teil, denn damit ist jetzt Professor Dr. Scholz abgehakt und wir kommen zum Privatmenschen Christian Scholz. Abschließend eine Frage von einem Studenten. Um ehrlich zu sein, diese Studentin arbeitet sogar hier am Lehrstuhl, und zwar von Elke. Um dann tatsächlich diesen ersten Teil abzuschließen. Okay. Warum wird man Professor? Tja, also die ehrliche Antwort ist, weil man da glaubt, relativ viel Zeit zu haben. Niemand zu haben, der einem irgendwie was sagt, was man tun soll. Mhm. Und man sich also im Prinzip genüsslich am Vormittag überlegt, was man eigentlich an dem Tag machen möchte. Das war so die Idee. Das war die Idee, die dahinter steckt. Und deswegen war eigentlich meine Überlegung, und das ist sogar auch ehrlich, war wirklich die Überlegung, dass ich mir überlegt habe, also so richtig arbeiten im Leben will ich eigentlich nicht. Okay. Hatte auch mal so die Überlegung, so nach dem Studium überhaupt nicht zu arbeiten. Sondern? Und ich habe ein Jahr nach dem Studium nicht mehr gearbeitet, da hat meine Frau gearbeitet und ich bin genüsslich zu Hause gesessen und habe mich darüber gefreut, dass man als Hausmann ein ganz geniales Leben führt. Okay, das geht aber jetzt schon fast in den zweiten Teil hinein. Ich wollte Ihnen ja da eine Überleitung... Ja, aber wir haben auch eine Überleitung. Achso, jetzt kommt Ihre Überleitung, okay. Und zwar haben wir aus dem Archiv ein paar Filme uns rausgesucht, da ein kleines Filmchen zusammengeschnitten und so dann, wie gesagt, der Übergang von Arbeitswelt auf Privatwelt, der sie zwar während der Arbeit zeigt, aber... die Szenen wurden rausgeholt, also es geht um Orga-TV-Sendungen hauptsächlich. Das habe ich fast geahnt, ja. Ja, und es zeigt Szenen, die nicht ausgestrahlt wurden. Okay, gut, und da bin ich gespannt. Schauen wir uns das mal an und... Okay. Katrin. Sandra! Ja, machen Sie irgendwas. Gut gemacht, Herr Schein. Sie werden Chefbeleuchter. Sandra,
Der zweite Anlass findet nicht jährlich statt, indem ich heute das zehnjährige Jubiläum. Gehen Sie auf die Portale, ich zeige Ihnen das. Wirtschaftswissenschaften. Ja, wenn ich die Päckchen weggeräumt habe, hier umgeräumt habe, dann können Sie anfangen zu reden. Das sage ich Ihnen schon, dass wir jetzt wieder Zeit haben. Jetzt können wir von damals. Wir wollten Sandra? Ich fange an. Alle anderen würden nicht abgemahnt. Ich fange an. Ich fange an. Einfach gesagt haben, hallo, solidarisch. Erst ich, dann er. Wissen, soweit ich weiß, ich weiß. Machen Sie die Tür auf, ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich anfange. Sandra, ich fange an, wollte ich nur sagen. Ich zeige es Ihnen an, okay? Ja? Machen wir so. Tja, Kinzel und Hauser sind out, Scholz und Stein sind in und Orga TV ist super in. Interessante Perspektive, dass wir immer denken, Mensch, die sind nur toll. Man müsste da viel kritischer mit umgehen. Ja. Ach ja. Tja, das war wohl unsere CeBIT-Aktivität. War schön, gell? Ich bin immer wieder begeistert, wenn ich das sehe. Ja. Das kann ich auch nichts dafür. Okay. Von damals. Wir wollten also irgendwie in der gleichen. Aber wie lief das Projekt? Ich weiß noch, das war noch mein absolutes Waterloo. Ja. Und dass man doch bitte die Kinder möglichst vom Computer fernhalten sollte. Kann die Kamera das mal einfangen? Das ist ein hochinteressantes Objekt. Kommt das rüber? Ja. Darwins Theory. Das heißt, so ein bisschen die Gedanken, den wir eigentlich hatten, dass man sich genau überlegt, was sollen wir eigentlich machen? Wir haben über das Thema Darwin-Opportunismus diskutiert. Wo man also auch gerne drüber redet. Nein. Konnte. Also das hat er gut gemacht dann. Respekt, und Respekt. Nein. Singen oder auch Orchester dabei? Ja, klar, Orchester, Pauken, Trompeten und also da geht's richtig ab. Nein. Ja, Orchester, da habe ich schon überlegt, also Orchester, klassisches Orchester. Also ich höre auch gerne mal Pink Floyd über die CBD-Konzerte. Also ich kenne auch andere Musik auf der Welt, muss man so zu sagen. Nein. Was ist zum Beispiel ein Orchester in Euro gemessen wert? Wie lange geht denn das noch? Wichtige Meilensteine. Vier? Ach so, 40. Und dieses System, GMS. Orchester ist also die Idee, da steht vorne einer, der dirigiert. Und das hat also richtig, war klar, wer der wirkliche Star da vorne auf der Bühne ist. Wir danken jetzt mal unseren allen Projektpartnern, die mitgemacht haben. Ein ganz kleines bisschen nur. Ja. Dankeschön. So, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Viel Mühe haben sie damit gegeben. Ach, so viel Arbeit war es gar nicht. Nee, war nicht alles so komisch. Aber war genug Material. Das denke ich mir. Okay. Aber Sie haben sich köstlich amüsiert, habe ich gesehen. Also es hat Ihnen. Haben Sie das gemerkt? Ja, doch schon. Okay, das ist eine gewisse Sensibilität, ja. Hat das so in etwa das Bild von Privatmensch Christian Scholz wiedergespiegelt? Oder hat da, wie man das so schön in MKM lernt, wurde da Wirklichkeit geschaffen? Oder ist das Christian Scholz, den wir da gesehen haben? Gut, das kann man ja selber relativ wenig feststellen, ob das so ist. Aber wenn das auf verschiedenen Filmen so drauf ist, dann wird das schon so sein. Schon so sein. Okay. Vielleicht. Also, der hat ja zumindest häufig da versucht zu sagen, was gemacht werden soll. Ja. Man hat ja gemerkt, es musste immer wieder gesagt werden, woraus man schließen kann, dass offenbar das doch nicht gewirkt hat. Worauf lässt sich das begründen? War das Personalmanagement da schlecht? Das ist mangelnde Autorität. Oder das Personal? Mangelnde Autorität. Mhm. Naja, gut, aber das hat sich geändert, denke ich. Das weiß ich nicht, aber wir hoffen es mal, ja. Okay. Vielleicht ein paar Daten zu Ihrer Person. Darf man sagen, 1952? Ist egal, ob man sagen darf. Ich habe es gesagt. 1952, geboren in Österreich. Richtig, ja. In Österreich, wo? Volkerbruck. Dort Schule, alles. Weder Schule noch sonst irgendetwas, einfach geboren und dann weggezogen und ja. Okay. Interessant fand ich jetzt, Sie haben Highschool-Abschluss. Mhm. Florida. Florida. Also erst Abitur gemacht in Österreich? Nein, erst Highschool in Florida und dann Abitur in Bayern. Aha, und wie lange war das? Wie lange waren Sie da in Amerika? Leider nur ein Jahr, aber das war schön. Das hat gereicht. Das war schön. Okay. Studium in Regensburg? Richtig. Aber auch in Harvard. Auch in Harvard, ja. Wie lang? 2 Jahre? Nee, knappes Jahr. Knappes Jahr? Naja. Abschluss dort gemacht oder? Nein. Einfach nur Spaß halber? Einfach nur Spaß halber, mal so ein paar Monate rübergegangen, gucken, wie das aussieht und. Okay. Mal so ein bisschen interessante Leute kennenlernen.
1986 dann hier den Lehrstuhl übernommen. Mhm. Ich muss ganz kurz von Ihrer Person abweichen. Das ist einfach ein persönliches Verlangen, okay, das zu erfahren. Sie haben Ihren Doktor als auch Ihre Habilitation bei Professor Drumm in Regensburg geschrieben. Mhm. Wir haben versucht, ihn zu kontaktieren, aber es ist leider nicht mehr möglich, da er halt nicht mehr auf der Universität in Regensburg ist und haben das nicht mehr hinbekommen. Schande über unser Haupt. Aber interessant fand ich dann in der Biografie von Herrn Drumm, dass er 1983 diesen Lehrstuhl hier angeboten bekommen hat. Mhm. Warum hat er abgelehnt? Weiß ich nicht. September 83 angeboten bekommen, Februar 84 abgelehnt. Vielleicht hat er gemerkt, dass das zu schwierig ist hier in Saarbrücken. Warum haben Sie angenommen? Weil ich schwierige Sachen interessant finde. Aber Sie wollten doch eigentlich gar nicht arbeiten gehen. Ich weiß, das ist die Widersprüchlichkeit. Wie begründen Sie die? Da fällt mir keine Begründung ein. Das hat sich halt so ergeben. Okay. Organisationstheoretiker würden sagen, das hat sich emergent entstanden. Verheiratet? Ja. Wie lange? Seit ungefähr 30 Jahren. Glücklich? Ja. Gut. Zwei Kinder? Richtig. Zwei Söhne? Ob die auch glücklich sind? Sagen Sie es mir. Ich hoffe ja. Okay. Beide studieren? Ja. Nee, Augenblick, eine ist ja fertig. Eine ist fertig. Eine ist fertig, ja. Okay. Und Sie wohnen in Homburg? In der Nähe von Homburg. In der Nähe von Homburg. Ich nehme jetzt einfach doch die Frage einer Studentin vorweg. Ich wollte es eigentlich auch ans Ende setzen dieses Teils, aber es passt. Also die Frage grundsätzlich von der Studentin war, warum fahren Sie einen roten Porsche? Ich habe ihn am Montag zum ersten Mal gesehen, absolut wirklich zufällig. Also ich nehme mal ganz stark an, dass es Ihrer war. Weil das CS, weiß ich nicht. Das ist nicht auszuschließen, ja. Vielleicht gibt es andere auch mit CS, ja. Okay, aber Autokennzeichen bzw. PS, Pirmasens. Warum? Wie kommt das zustande? Ja, weil in der Nähe von Homburg beginnt der Landkreis der Pirmasens. Also gehört es dann doch schon zu Pirmasens, nicht zu Homburg? Es ist in der Nähe von Homburg, ja. Aha, okay, gut. So kurz hinter Homburg beginnt der Landkreis Pirmasens. Ja, das ist, ja. Aber dann, also dann, ja, okay. Aber das ist hier zu kompliziert. Machen wir mit den einfachen Fragen weiter. Ja, machen wir. Also warum fahre ich einen roten Porsche? Ja. Also erstens fahre ich nur rote Autos. Ja, vorher nur Golfs. Richtig, jetzt auch immer noch Golf. Und dann hat eben kein VW damals kein schnelles rotes Golffahrzeug produziert. Und deswegen habe ich mir einen Porsche gekauft. Ich sehe gerade, wir sind ja schon massig über die Zeit. Ist das wichtig? Oder dürfen wir weiter? Dass wir wieder Zeit sind? Ja. Ja, Sie sind der Chef. Also jetzt hier, ich bin hier nur Gast. Also wenn Sie weitermachen, machen Sie weiter. Ja, natürlich, Sie sind zwar nur Gast, aber letztendlich sind Sie auch mein Chef. Und nicht, dass es dann nachher heißt, ja, die Sendung hat 20 Minuten länger gedauert. Okay, machen wir weiter. Okay. Viele Forschungsreisen. Wo reisen Sie hin privat? Privat reise ich nahezu nur nach Österreich. Mhm. Okay, verständlich. Ja. Da haben wir so ein kleines Ferienhäuschen und da bin ich in allen Ferien. Vietnam waren Sie auch? Richtig, da war ich auch auf Ferien, richtig. Letztes Jahr? Ja. Also hervorragend informiert, ja. Aber hätte ich fast vergessen, ja. Also ich reise auch so manchmal noch. Ja. Aber ganz interessant finde ich, Sie haben die Panamerika gemacht. Ja. Für diejenigen, Nordamerika ganz oben starten, bis runter zu den Feuerinseln. Drei Monate. Warum? Das war so ein Traum von mir. Also ich bin nicht die ganze Strecke im Auto gefahren. Also zwischendrin sind wir auch mal im Flieger über was drüber geflogen. Also da hätte die Zeit gefehlt und so risikofreudig war ich doch nicht, so durch den Dschungel so da durchzufahren. Okay. Das ging nicht. Ich habe, als ich 5 oder 6 Jahre alt war, mal einen Vortrag gehört über diese Straße. Traumstraßen der Welt. Und seitdem wollte ich das einmal machen, schlicht und ergreifend. Okay. Mit Ihrer Frau war es? Mit meiner Frau, ja. War lustig. Und die Konsequenz war, als ich da fertig war, dass ich gemerkt habe, dass mir also die Arbeit überhaupt nicht abgegangen ist. Und das fand ich eine interessante Erkenntnis. Okay. Womit wir wieder beim Ausgangspunkt sind. Das ist korrekt. Genau. Sportliche Aktivitäten? Weniger. Weniger? Etwas unsportlich. Also nicht aktiv, passiv?
Gehen Sie mal auf, schauen Sie Fußball, gehen Sie mal ins Stadion? Eher selten. Also manchmal Sport treiben, aber nicht besonders gut. Und okay, was in der wenigen Zeit, die Ihnen noch bleibt, was machen Sie dann? In der wenigen Zeit, die mir noch bleibt. Also gut, wenn man das Reisen abzieht, wenn wir das abziehen, ich tue extrem viel Fernseh gucken. Extrem viel Fernseh gucken? Sonntagsabends darf man Sie nicht stören. Perfekt. Warum? Insbesondere, wenn es 20.15 Uhr ist. Richtig. Das ist richtig. Warum? Weil da immer Tatort läuft. Wie viele Sendungen haben Sie verpasst? Ich glaube, gut, Sendungen schon ein paar, aber die haben wir ja nachher immer noch sehen können. Ich glaube, dass von den rund 500, 600 Tatorts ich also nahezu alle gesehen habe. Was fasziniert? Und manche sogar mehrfach, also die sehe ich regelmäßig dann. Was fasziniert daran? Das weiß ich nicht. Entgegen zu Columbo oder keine Ahnung, was es da so alles gibt. Ich gucke ja kein Fernsehen, insofern kann ich jetzt. Sie gucken nicht fern? Nein. Okay, entgeht Ihnen was? Ist das prädestiniert für die Medienszene? Das ist ein eindeutiges Nein. Es ist so, also erstens ist es interessant, überhaupt diese Filmstruktur, die Unterschiedlichkeit, das gibt unterschiedliche Formate, die Charaktere, wie sich weiterentwickeln. Lustig, tut sich was. Und dann ist das ein Ritual. Das ist ein Ritual, das seit, glaube ich, 1973 oder 74, irgendwann dann haben sie begonnen, bei mir mit steter Regelmäßigkeit in der Form läuft. Sonntagabend, 20.15 Uhr, Tatort gucken. Das wird auch nicht durch DVD-Rekorder gekillt, die das aufnehmen könnten. Das ist das Ritual. Was könnte Sie davon abhalten? Relativ wenig. Okay. Kino? Ja, Broadway-Kino, in Landstuhl, englische Filme im Original. Mit Popcorn. Mit Popcorn? Okay. Großer Trekkie-Fan? Ja. Sehr großer Trekkie-Fan? Relativ. Relativ. Was begeistert Sie daran? Weil, ich möchte mal fast behaupten, in keinster Art und Weise mit Tatort zu vergleichen. Überhaupt nicht damit zu vergleichen. Science Fiction ist spannend. Also generell das Genre ist spannend. Gründe gibt es eigentlich viele. Erstens sind die Folgen teilweise lustig. Im Nachhinein also historisch noch lustiger. Also wenn man sich die ganz alten anguckt, da kommt man aus dem Lachen gar nicht mehr raus. Man kann sich viele mehrfach angucken. Und man kann sehr gut auch gerade die neueren Folgen auch in Lehrveranstaltungen einsetzen, was wir häufig auch schon machen. Inwiefern? Sie brauchen sich nur mal die verschiedenen Kapitäne sich anzugucken, die ganz unterschiedlichen Führungsstil haben. Ja, da ist der Captain Kirk, das ist der, der also doch durchaus einen etwas interessanten Führungsstil hat, um es mal wertneutral auszudrücken. Okay. Einen sehr macho-orientierten Führungsstil. Dann gibt es die fürsorgliche Janeway, die also ganz lieb und nett ist. Und dann kann man diskutieren, warum ist das so? Ja, warum? Für Personalmanagement jetzt. Für Personalmanagement, ja. Oder man kann im interkulturellen Management darüber diskutieren. Interkulturelle Kommunikation, gezeigt am Beispiel der Borg und sowas. Also da gibt es tausend Sachen. Borg, ja genau, die Klingonen gibt es ja auch noch. Ach. Ja, das ist ja schon fast ein Teil-Trekkie. Ja, früher habe ich es gesehen, aber wie gesagt, jetzt nicht mehr. Okay. Aber es spielt ja auch keine Rolle, was ich mache, es geht um Sie. Naja, danke. Okay. Gut, okay, viel Fernsehen schauen, das kann aber nicht alles sein, oder? Oder wirklich dann die absolute Freizeit, dann vor dem Fernseher? So viel, da bleibt nicht mehr viel übrig. Den Rest schreibe ich dann wirklich Bücher. Ja. Musik? Musik manchmal hören, manchmal machen, aber prima hören. Prima hören, was heißt manchmal machen? Ja, früher mal Gitarre und sowas, aber ist alles lange her. Wie lange? Wie lange? Ich weiß nicht, ob es da jetzt auch Filme davon gibt. wie lange? Ein paar Wochen her. Ein paar Wochen? Ja. Das ist gut. Wobei das jetzt doch zu lange ist, dass also die Finger das nicht mehr können. Das hätte ich aber gern bewiesen. Nee. Warum nicht? Nee, hinter ihm steht eine Gitarre. Ich weiß, no way. Ich weiß, dass Sie es wissen. Ich habe mir schon gedacht, dass Sie es bemerkt haben, aber... Nee, da reicht die Sendezeit nicht. Das heben wir für ein andermal auf. Darauf komme ich zurück. Kommen Sie darauf zurück, ja. Weihnachtssendung. Das müssen wir überlegen. Da muss der Uwe aber auch noch mitmachen. Und da sehe ich noch ganz andere Leute, die wir hier musikalisch einspannen müssen. Da drehen Sie mal die Kamera um, dann kommen die Vollprofis zum Zuge. Und wenn die Vollprofis mitmachen, spielen die Amateure auch mit. Okay, gut. Ist doch ein Angebot, oder? Ja, ist abgemacht. Genau.
Und mit diesem Angebot möchte ich mich schon fast verabschieden. Mich bedanken auf jeden Fall schon mal an dieser Stelle. Ich bedanke mich. Für alle Psychologie-Interessierten unter euch gibt es jetzt noch Verhältnis... Mir ist das Wort entfallen. Okay. Vergleichsverhältnisfragen. Ich gebe Ihnen... Was für ein Ding? Vergleichsverhältnisfragen. Ich gebe Ihnen... Ist das mit der Regisseurin abgesprochen? Vergleichsverhältnisfragen, ne? Ja. Okay. Okay, versuchen Sie mal. Ich gebe Ihnen zwei Antwortmöglichkeiten oder zwei Möglichkeiten und Sie müssen sich für eine entscheiden. Ohne zu erläutern, warum, ohne zu kommentieren, warum, einfach okay. Nur. Okay. Dienstag oder Donnerstag? Dienstag. Metallica oder Mozart? Mozart. Schwarz oder Weiß? Schwarz. Sat.1 oder ProSieben? ProSieben. Michael Schumacher oder Oliver Kahn? Weder noch. Süßes oder Saures? Saures. Nein, Süßes. Entschuldigung, nehme ich zurück. Süßes. Süßes. Antarktis oder Sahara? Antarktis. Rechts oder links? Rechts. Frau oder Kind? Frau oder Kind? Da ist eine gewisse Kausalität, die zu kompliziert wird. Nächste Frage. Merkel oder Stoiber? Wenn ich jetzt weder noch sage, ist es die richtige Antwort. Okay. PC oder Laptop? Laptop. Schwein oder Rind? Fisch. Schwein oder Rind? Ja, ja. Keine Präferenz. Bier oder Wein? Beides. Essen aber nicht gleichzeitig. Okay. Essen gehen oder gemütlicher Abend zu Hause? Gemütlicher Abend zu Hause. 10 Uhr oder 22 Uhr? 22 Uhr. Okay. Möchte ich mich bedanken, dass Sie hier waren. Mir hat es sehr großen Spaß gemacht. Ja. Und ich hoffe, wir haben auch viel über Herr Scholz erfahren. Wir sind mega über die Zeit, deswegen ganz schnell Gebäudecheck Teil 2. Eigentlich wäre es ja Teil 3, aber wegen letzter Woche Teil 2. Wir waren gerade da gegenüber. Schaut euch's an. Yo, servus Leute, Gebäudecheck Teil 2. Ich stehe hier vor Gebäude C31. Hier drin befinden sich die Rechtswissenschaften und auch die Wirtschaftswissenschaften. Für unseren Gebäudecheck relativ uninteressant, aber hier in diesem Gebäude befindet sich noch eine andere Institution oder besser eine Geschäftsstelle, nämlich unser Unishop. Und den schauen wir uns heute mal an. Kommt man ins Gebäude C31 rein, befindet sich direkt links davon der Unishop. Wir treffen uns gleich mit Frau Merkel, der Verantwortlichen hier für diese Geschäftsstelle und hoffen doch, dass sie uns ein paar Fragen beantworten wird. Ich stehe jetzt hier direkt im Unishop, neben mir Geschäftsführerin Frau Merkel, hinter mir jeden Tag vor Ort Frau Melchior. Kurze Frage, wie lange existiert der Unishop schon? Der Unishop existiert seit 2003. Wir haben angefangen am Tag der offenen Tür 2003 und deswegen jetzt ist er seitdem geöffnet. 2 Jahre, okay. Öffnungszeiten vielleicht an die Frage? 10 bis 14 Uhr täglich. 10 bis 14 Uhr täglich. Unter welcher Obhut steht der Unishop? Unter der Unishop wird also betrieben von der Uni GmbH, weil das eine wirtschaftliche Geschichte ist und deswegen bei der GmbH angesiedelt ist. Okay, Uni GmbH und vielleicht noch eine Anmerkung von Ihnen an die Studenten draußen? Ja, wir haben hier also ein Sortiment aufgebaut von verschiedenen Artikeln, T-Shirts und so weiter. Also das, was eben normalerweise in diesen Art von Shops angeboten wird. Aber vielleicht hat der eine oder andere eine gute Idee, was wir eben auch noch hier anbieten könnten. Ich denke, man sollte einfach bei Frau Milch vorbeigehen und ihr die Wünsche einfach anmelden und wir werden sehen, was sich machen lässt. Also durchaus, wenn ihr Ideen habt, wenn irgendwas im Sortiment fehlt, einfach hier melden. Mit der Frau Merkel abgesegnet. Wir machen jetzt hier eine kleine Modenschau und führen euch mal vor, was es hier ansonsten so gibt. Der Gebäudecheck, also Unishop, ich kann es nur empfehlen, ich habe mir auch direkt was gekauft und sind wirklich sehr, sehr schöne Sachen dabei und die Preise mehr als human, also der Unishop, der rechnet sich nicht, aber er hält sich einfach, also es geht 0 auf 0 auf, also ja, kann man sich wirklich nicht beschweren, die Sachen sind wirklich sehr schön und schaut einfach mal rein.
Das war der Gebäudecheck. Gehen wir über zu, ihr wisst, Björn zeigt jede Woche hier neue Technologien, neue Medien und dergleichen. Medi informiert, hier kommt's. www.wordpress.org. Download. Dateien in htdocs Webserver Verzeichnis entpacken. In WordPress. Verzeichnis wechseln. Die Datei wp-config-sample.php im WordPress-Verzeichnis mit dem Editor öffnen. Datenbankname WordPress. Datenbankbenutzer root. Kein Passwort eintragen. Save as wp-config.php. Start Apache Start MySQL. PHP MyAdmin. Datenbank WordPress anlegen. /WordPress/wp-admin/install.php über den Browser ansprechen. WordPress Installation beginnt. Titel und E-Mail eingeben. Passwort merken. Login. Seite besichtigen. Herzlichen Dank an Björn. Nächste Woche seht ihr von ihm Flickr. Ihr habt es vielleicht bei den News schon mitbekommen. Bilder, Tagging und dergleichen. Worum es konkret geht, seht ihr nächste Woche. Das war's für heute. Ich möchte mich nochmal ganz recht herzlich bedanken bei Professor Dr. Christian Scholz, dass er hier war. Nächste Woche gibt's das DFKI und Microsoft. Die beiden haben eine Kooperationsgemeinschaft, Innovationspartnerschaft. Überschrift sozusagen, Saarland soll das neue Silicon Valley, das zweite Silicon Valley werden. Was der Ganze dahinter steckt, das seht ihr nächste Woche. Ich bedanke mich, wir sehen uns, bis denne und tschö. Okay.